Ich bin ein Jahr bei der Valoise. Es ist mega, mega schnell vorbeigegangen. Hat gedacht, zur Feier des Tages machen wir einen Videoblogbeitrag, statt dass ich einen schreibe. Und erzähle euch so ein bisschen, wie mein Jahr gelaufen ist in so wenig Zeit wie möglich. Ihr könnt natürlich stundenlang diskutieren, probieren mich zurückzuhalten. Ja. Vor der Kamera ist es immer ein bisschen anders als hinter der Kamera. Es hat sich extrem viel verändert im Team bei uns im letzten Jahr. Auch was die Arbeit anbetrifft. Wir haben, als ich angefangen habe, haben wir knapp 1300 Fans auf Facebook. Mittlerweile sind wir bei 5600. Also es ist hat sich einiges da. Als ich angefangen habe, hat der Blog erst gerade gestartet. Jetzt haben wir, glaube ich, über 150 Artikel drauf. Also es ist einiges gegangen. Und natürlich kann ich mich da nur bei euch bedanken, bei unseren Likers, bei unseren Fans, bei unseren Lesern. Und hoffe, dass ihr auch das nächste Jahr immer noch schön fleissig dabei bleibt und uns unterstützt. Mein Team ist super. Also ich habe einen tollen Büronachbar, der meinen konstanten Redestrom überlebt und sich mit dem probiert zu arrangieren. Ich habe sehr viel Spass auch mit der Lydia, die ihr ja auch kennt, die für das Hochschulmarketing zuständig ist, und unser Chef, der Markus, der seit dem Mai 2012 dabei ist und uns überall unterstützt. Natürlich haben wir auch ganz tolle Praktikanten bei uns im Team. Im Moment gerade Michelle. Michelle. Es ist manchmal ein bisschen verwirrend bei uns zurzeit. Also, einen typischen Tag bei mir gibt es eigentlich gar nicht. Also, es kann alles dabei sein, von einem Videodreh wie gestern Nachmittag, Redaktionssitzung, wo wir probieren, alle Wochen durchzuführen, wo wir ein bisschen schauen, was tun wir die nächsten paar Wochen planen, was schreiben wir, was publizieren wir. Dann gibt es sehr viele Meetings. Natürlich bin ich meistens digital unterwegs, meistens irgendwo online, sei es am PC, am Laptop oder iPhone, iPad, also immer vernetzt. Inhalte suchen, mit Leuten reden, das ist sehr toll. Ich habe extrem viele Leute kennengelernt, extrem viel gelernt. Ich durfte auch schon eine Weiterbildung machen, ein CAS zum Digital Publisher, Social Media Producer. Natürlich sehr cool im ersten Jahr bei einer neuen Firma. Und ja, ich freue mich auf das nächste Jahr bei der Valoise mit euch und hoffe, ihr werdet weiterhin fleissig liken, kommentieren und bei Fragen immer auf uns zukommen.